Hi Leute, ich hatte letztens ein Video gemacht zum Thema Motorsäge geht aus, warum? Und daraufhin habe ich etliche Fragen bekommen, auch unter anderem zum Thema Holzspalten. Und ich versuche jetzt mal diese ganzen Fragen in einem Video einfach unterzubringen und hintereinander weg zu beantworten. Generell heißt es immer, frisch geschlagenes Holz spaltet sich besser als abgelagertes Holz. Das stimmt wohl im Prinzip auch, wenn man jetzt von der Schneidseite her spaltet. Das heißt, man schneidet jetzt mit der Motorsäge hier durch und spaltet von der geschnittenen Seite her. Das geht generell einfacher. Allerdings, wenn das Holz einige Zeit gelegen hat und ich säge mir dann meine Stücke zu und spalte es dann, sehe ich darin einen gewissen Vorteil, da das Holz etwas austrocknet und dadurch sogenannte Schwundrisse entstehen. Diese Schwundrisse zeichnen sich überall am Stamm ab und anhand dieser Risse kann ich jetzt entscheiden, wo ich meinen Spaltkeil setze. Und wenn ich an den Stellen dann spalte, platzt mir das Holz eigentlich auch ziemlich einfach auseinander. Also kann ich das gar nicht mal so sagen, dass es eigentlich nur bei frisch gespaltetem Holz sehr gut funktioniert. So, spalten tue ich für meinen Teil mit folgenden Mitteln. Entweder mit einem Spalthammer. Dann mein Lieblingswerkzeug, eine Spaltaxt. Oder mit diversen Keilen, Stahl und Holz. Okay, also beim Spalten empfehle ich immer darauf zu achten, dass der Stamm einen festen Stand hat. Und zwar, umso weicher der Untergrund ist, umso mehr federt euch der Stamm, wenn ihr draufschlagt. Wenn ich jetzt anfange zu spalten, gehe ich folgendermaßen vor. Ich schaue mir den Stamm an und beobachte, ob ich hier irgendwelche Risse schon in den Stamm sehe. Sehe ich hier schon einen Riss, wie zum Beispiel hier, fange ich natürlich an dieser Stelle an zu spalten. Das kann man jetzt machen, indem man einfach einen Keil nimmt und in den Riss einsetzt. Ich versuche vorzugsweise auch immer von außen nach innen zu spalten. Also ich setze nicht den Keil irgendwo mitten im Stamm an, sondern ich spalte immer von außen. Da hat man einfach mehr Gewalt und das Holz springt schneller. Außerdem sollte man des Weiteren auch darauf achten, dass keine größeren Äste genau in der Spaltlinie drin liegen, weil da ist dann meistens Sense beim Spalten. Also gesagt, hier ist mein Riss. An diesem Riss kann ich jetzt entweder meinen Keil einsetzen, mit meinem Spalthammer eintreiben. Oder was ich bevorzuge, weil es etwas schneller geht, aber etwas kraftaufwendiger ist, ich schnappe mir einfach meine Spaltaxt und schlage ein, zwei Mal in den Riss ein. So, dann hat man auch schon ruckzuck auseinander. Des Weiteren zeige ich das jetzt nochmal mit dem Keil. Da ist es aber besser, ihr habt immer ein, zwei Ersatzkeile noch dabei. Ich säge mir dann einfach nur so ein paar Holzkeile. Falls dann mein Stahlkeil im Holz drin ist und nicht mehr rauskommt, schlage ich dann noch den Holzkeil mit dabei und kann dann meinen Stahlkeil wieder befreien. Ich fange jetzt einfach mal an, setze hier meinen Stahlkeil an, ziemlich im Außenbereich. Der kommt schon hervorragend und dann treibe ich ihn einfach ein. Das war schon. So, jetzt ist aber das Holz noch nicht ganz auseinander, jetzt müsst ihr was Zweites einsetzen. Ich nehme da gerne meine Holzkeile, wenn die nämlich im Baum verschwinden, kann ich da nochmal mit dem Spalthammer hinterher schlagen, ohne den Spalthammer zu beschädigen. Das geht bei den Eisenkeilen halt nicht, da macht euch den Spalthammer mitunter kaputt. So, jetzt habe ich den eingetrieben, jetzt kriege ich meinen Stahlkeil raus. Und jetzt kann ich gefahrlos mit meinem Spalthammer einschlagen. So. Und so einfach ist die ganze Geschichte. So, und jetzt haben wir das Spalten mit einem Keil aus der Nähe. Wenn ich jetzt gerade die Kamera so schön nahestehen habe, möchte ich euch mal was zeigen. Wenn eure Spaltkeile nach und nach so aussehen, dass zu starke Ränder sich hier dran bilden oder diverse Abblätterungen hier entstehen, empfehle ich euch, schleift die Keile nach. Wenn ihr nämlich da dann mit dem Hammer draufschlagt, könnten Teile absplittern und die könnten euch dann wie Granatsplitter treffen. Das führt dann nur zu unnötigen Verletzungen. Aber erstmal zum Spalten mit Spaltkeil. So, hier habe ich jetzt die frisch gesägte Fläche. Hier kann ich wieder schauen, ob irgendwelche Risse entstanden sind. Falls keine entstanden sind, schaue ich mir jetzt den Stamm an, dass ich nicht gerade in einen Ast reinspalte, wie zum Beispiel hier der Fall ist, und setze den Spaltkeil von außen an und treibe ihn leicht ein. Oh, wir sehen, er kommt schon. Jetzt schlage ich ihn mit etwas Schwung ein.
auch hier wieder, jetzt ist mein Keil verschwunden. Das kann ich nicht einfach so mit dem Spalthammer einschlagen, zumindest ich nicht, weil ich nicht gut treffe. Dann würde ich den Keil erwischen, nehme ich wieder meinen Holzkeil, setze ihn ein und treibe ihn mit ein. So, so kriege ich jetzt meinen Metallkeil raus und kann jetzt einfach mit dem Spalthammer mit einem Schlag das Holz durchspalten. Eventuell nochmal liegend. Gut. Falls das auch nicht funktioniert, gibt es noch eine Variante. Man könnte mit der Motorsäge vorher hier einen Schlitz einbringen, an der Stelle, wo man spalten will. So, sagen wir mal, auf 10 bis 15 cm tief. Und wenn man dann hier ansetzt, fliegt das Holz auch sehr schnell auseinander. Eventuell kann man auch seine Stücke etwas kleiner sägen. Ich muss halt, weil mein Ofen dementsprechend groß ist, 80 cm groß sägen. Wenn man sie aber nur 50 cm groß sägt, hat man dann dementsprechend auch einfacher Spalten. Das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.